Das gibt's doch nicht! J.D. Turk darf sich nicht mit Dr. Green anlegen. Auch wenn du nur sein zweitbester Freund bist. Aus irgendeinem Grund hört er auf dich. Wenn Turk sich was in den Kopf gesetzt hat, kann ihm das keiner ausreden. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Na spitze. Schon ist er wieder in seiner Fantasiewelt. Und ich muss warten, bis er sich mit einem seiner wirren Kommentare zurückmeldet. Wir müssten einen ganzen Haufen Gnome finden. Sehr hilfreich.